Chefin. Wir müssen reden. Machen Sie schnell, ich muss gleich einen fetten Haufen gebären. Unsere Vorstandsmitglieder benötigen einen Highschool-Abschluss. Und laut Ihrer Akte hier haben Sie nicht mal die dritte Klasse bestanden. Wenn Sie die Beförderung wollen, müssen Sie zurück und sie abschließen. Das klingt witzig, aber es klingt auch so, als ob es verdammt lang dauern würde. Tut mir leid, das ist Ihre einzige Chance. Naja, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann... Wenn Sie das nächste Mal einen Glückskeks kriegen, machen Sie ihn nicht auf. Na, wenn das so ist, dann kann deine Galle speiende Skelettbraut ihren Backenzahn wohl wiederhaben. Er ist verschwunden. Ich frage mich, was mit ihm passiert ist. Scheiße, ist das geil. Natürlich, ich täusche meinen Tod vor. Ich brauche nur genug Blut, damit es echt aussieht. Hey, du bist bestimmt Huck. Schön, dich kennenzulernen. Geht's dir gut? Ich werde dich für dein Blut abstechen. Ach komm, ich wurde in der letzten Story im Pool erschossen. Ich weiß nicht mehr, wozu ich das Blut brauchte. Hey, danke, dass du mich heute Abend einlädst, aber das Essen sieht irgendwie eigenartig aus. Peter, die marokkanische Küche ist köstlich. Ich weiß nicht. Sieht aus, als müsste ich davon furzen, wie von mexikanischem Essen. Con cuidado, es el stinko! Tom Tucker? Was machen Sie denn hier? Sie sind doch die neue Nielsen-Familie. Ich hoffe, Sie sehen sich die Channel 5 News an. Ich habe so viele Folgen verpasst, es wird ewig dauern, das nachzuholen. Nun, wir würden Sie gerne als Zuschauer gewinnen. Können wir irgendwas tun, um Ihnen die Sendung schmackhafter zu machen? Mag sein. Sie könnten sich den Bart abrasieren. Den Bart abrasieren? Ich weiß nicht. Das ist schwierig wegen meines Muttermals. Es gab oft Probleme in meinem alten Job. Und das war's schon wieder mit den Channel 12 News. Nicht vergessen, die Uhr vorzustellen. Gute Nacht, St. Louis. Hey, wie lang kennen wir zwei uns jetzt schon? Sehr lang. Und trotzdem reden wir nie über Mädchennamen der Mutter, die Namen von alten Haustieren, Highschool-Maskottchen. Mann, ich kenne nicht mal den PIN-Code von deiner Kontokarte. Cleveland, willst du mich anpumpen? Unbedingt, die wollen Donna umbringen. Wirklich? Nein, ich will nur einen Herrenpelzmantel kaufen. Hau bloß ab! Hey, Peter, ich habe ein Telefonbuch übrig und... Ich kaufe dir diesen Mantel nicht. Hey Leute! Hey Tod, was machst du denn hier? Eigentlich wollte ich mir deine Serie holen. Ach komm schon, Mann, ich bin hier im Urlaub. Moment mal, Tod, du arbeitest mit Gott. Kannst du uns zu ihm bringen? Klar könnte ich das. Aber meinst du nicht zu ihr? Ha! Wie blöd ihr guckt! Natürlich ist es ein Kerl. Komm, gehen wir. Wird klasse, Quagmire. Eine Tittenbar ist der perfekte Ort, deinen ersten Abend ohne Baby zu feiern. Ja, Peter, das ist toll. Endlich bin ich wieder ich selbst. Das Baby hat mein ganzes Leben kontrolliert. Ich bin froh, dass es weg ist. Ja, manchmal muss man eben einfach eine Entscheidung treffen. So wie ich mich für diese radikale Penisverlängerung entschieden habe. Peter, ich glaube nicht. Deine Bedenken sind registriert worden. Steig aufs Gas! Nicht in einer Million Jahre würde das nochmal funktionieren. Muss es auch nicht, Brian. Hey Champion, was machst du so? Meine Spanisch-Hausaufgaben. Oh, dann sollte ich dir das vielleicht jetzt auf Spanisch sagen. Chris, estoy muy contento de que tú has tenido tanto éxito en béisbol. Pero ahora quiero que pierdas intencionalmente el gran juego. Bueno, yo estoy feliz que estás teniendo un interés en mis actividades. Y ha sido muy divertido para que... Hier sind die knallharten Fakten. Ich habe heute früh unsere Krankenhausrechnung bekommen.
Wie schlimm ist es? Die wollen $20,000. Oh mein Gott, wo sollen wir nur so viel Geld hernehmen? Ich weiß nicht, aber wir müssen bald einen Weg finden. Ach, ich mach mir keine Sorgen. Dir wird was einfallen. Ehrlich, dass ich die Krankenhausrechnung meines Kindes nicht bezahlen kann, gibt mir das Gefühl, dass ich kein richtiger Mann bin. Ach, Liebling, das ist doch Unsinn. Ich werde dir gleich zeigen, was für ein Mann du bist. Also, ziehen wir dir deinen Penis an. Ich war ehrenamtlicher UN-Übersetzer. Kanabra! Er ist wegen irgendwas sauer und er scheint sehr schnell zu sprechen. Er spuckt immer, wenn er sagt, und das passiert in dieser Sprache recht oft. Ich soll seine Frau und ihn heute Abend ausführen, also wenn jemand ein gutes Restaurant hier weiß, Sushi oder Tapas, irgendwas, wo sie immer was an den Tisch bringen, damit man Gesprächsstoff hat. So wie, was ist das? Das sieht aber gut aus. Krieg! Oh, Krieg! Krieg! Der letzte Satz gegenüber Krieg! Hallo? Hey, Mr. Pewterschmidt, ich bin's, Peter. Wissen Sie noch, wie Sie gesagt haben, ich würde es nie zu was bringen? Ist das ein Mercedes? Peter, leg auf! Wer kann das sein um die Uhrzeit? Ich weiß nicht, aber es kann nichts Gutes bedeuten. Schlechte Nachrichten kriegt man immer mitten in der Nacht mitgeteilt. Aufwachen, aufwachen, aufwachen! Was? Sie haben Krebs! Was? Ja, ich dachte, ich sag's Ihnen. Gut, schlafen Sie weiter. Warten Sie, ich hab noch Fragen. Es ist wirklich spät. Hier wollte ich immer schon mal rein. Und jetzt, wo ich einen Schnurrbart habe, ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Wow, das Zeug sieht lecker aus. Wir hätten gern Salami und, Halt, warte, lass mich das übernehmen. Scusi, babidi-bubi. Che cosa? Was machst du denn? Ich spreche Italienisch. Babidi-bubi, babidi-bubi-babidi-babidi. Nur weil du einen Schnurrbart hast, kannst du noch lange kein Italienisch. Bobidi-baba. Bobabibi-bobabababibi-baba. Tu sei un pazzo, ma che volete qui? Bobabibi-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